Wir begrüßen ihn mit seinem aktuellen Lieblingslied, The Shadow of Your Smile von Frank Sinatra. Roberto, the one and only Blanco! The shadow of your smile. Das war schön, schön, schön. Hallo, grüß dich. Dein Lachen, dein Lächeln ist völlig ohne jeden Schein. Einfach nur Sonnenschein. Dankeschön. Du bist ja jetzt auch schon. Erstmal was zu trinken. Möchtest du vielleicht ein Rotkäppchen-Sekt? Na, ganz gut. Was Feines hier, ja, aus der Gegend? Wahnsinn. Oder möchtest du ein Wasser oder einen Kaffee? Ich kann dir einen Kaffee machen. Also, wenn ich sowas sehe. Kaffee, sehe? Wie viel willst du ausgeben? Roberto, was auf meinem Konto ist, soll dir gehören. Also du hast Blankoscheck, kenne ich einfach, oder? Ja, sozusagen. Bist du so ein Kaffee-Fan? Ja. Ja? Ja. Mit Halbfettmilch, mit Cappuccino. 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 Ist es okay, wenn ich trotzdem eine große Tasse nehme? Ja, bitte. Die sind hier. Und möchtest du Vollfettmilch, Halbfettmilch oder? Halbfettmilch, ich will abnehmen. Also das hast du doch nicht nötig. Aber das wollte ich nur hören. Wirklich? Also, die. Bio oder chemisch? Mach mal Bio. Es ist in. Es ist in, ja. Hey. Alle machen Bio. Hast du doch auch nicht nötig. Dankeschön. Roberto, du bist ja schon. Ich darf Roberto sagen, oder? Ja. Roberto, du bist ja schon irgendwie ein bisschen länger auch im Showgeschäft, oder? Ein bisschen länger als ja. Du. 52. 52 Jahre. Und kommen da schon langsam die Preise fürs Lebenswerk? Ist das schon so? Nein, will ich sowas nicht, weil ich habe noch 40 Jahre vor, na klar, weiter zu singen. Und dann danach denn. 40 Jahre? Noch. Und danach. Der Preis für und danach steigen erst die Preise für deutsche Immobilien. Genau, genau. Ja. wenn sie noch gibt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. 40 Jahre weiter. Weiter. Und was wir gerade eben gesehen haben, das war ja ein Werbespot, da spielst du diesen... Jackson. Hier. Genau, ja. Aus Jackson, aus ja. Pulp Fiction. Ja. Könntest du dir das vorstellen, auch mal, wenn ich jemand für einen Film engagieren würde, einen Killer zu spielen? Wenn sie gut zahlen, warum nicht? Ja? Was richtig Böses, weil du bist ja sonst bekannt als der Sonnenschein. Ich kill sogar der Regisseur, wenn es sein muss. Also du könntest dir vorstellen, so ein richtig, also als ich das gesehen habe gerade, wie du da den Samuel Jackson gibst, ja. Man nimmt es sehr ab, ne? Und hast du auch die tiefe Stimme. Na gut. Also so einen richtig fiesen... Killer muss tiefe Stimme haben, sonst gibt es keinen Respekt vor ihm. Weißt du? Auf jeden Fall, ich habe viele Filme gedreht, aber... Ein Gangsterfilm wäre nicht schlecht. Weißt du, so ein richtig fieser Gangster mit so Koteletten? Ja, Kotelett oder ohne Kotelett, aber fiese Gäste. Ja. Die Kotelett esse ich nachher nicht so. Der vor allen Dingen, ja, genau. Ja, der mordet aus Passion. Genau. Auch mal einen Job umsonst annimmt. Also, es ist so, du bist mein Freund, weil du mein Freund bist, würde ich dich umsonst killen. Für andere Leute würde ich Geld nehmen. Aber das ist der Roberto. Früher hast du für das Killen ja auch mal Geld genommen, ne? Ja. Früher musste man Geld dafür bezahlen. Und das Tolle ist, hier, das finde ich auch sehr schön hier. Das gelbe Mikrofon, passend zum Sacko. Und man merkt aber auch, wenn man das mal nebeneinander hält, du hast dich kaum verändert. Ja, ja. They say black, you don't crack, oder? Von Las Vegas nach Amarillo. Ist eine neue CD in der Mache? Waren zwei in der Mache, zwei fertig und zwei habe ich gestrichen. Nein, die soll nicht rauskommen, weil ich war nicht zufrieden. Jetzt bin ich dabei, ich gehe im Februar noch mal im Studio. Sie haben ein paar, und ich hoffe... Aufgeschäumt, oder? Ich bitte drum, ja. Ja, ja. Ich höre zu? Ja, nee, ich höre, das ist vom glücklichen Kühen, diese Menschen. Die schreien noch mal ganz süß. Ja. Ich
Sie macht das immer sehr sorgfältig. Ja, und dann, wie gesagt, ich schätze, dass dieses Jahr kommt eine CD, wie ich mir sie vorstelle. Und ich schätze, dass dieses Jahr kommt. In ein halbes Jahr wird sie schon rausgehen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, danke. So, und was willst du denn? Läuft das noch? Oder? Das ist wahnsinnig kompliziert mit diesen modernen Maschinen. Jetzt muss ich erst wieder spülen. Nach jedem Vorgang muss man immer spülen und so weiter. Ach, Wahnsinn. Ja, wie beim Menschen. Nach jedem Sex ist Müll. Kennst du Ron Jeremy? Ja? Den bekanntesten Pornostar, den ehrlichen. Und ich habe deine Biografie gelesen, The Hardest Working Man in Showbusiness, ja, heißt sie. Und der sagt, also er hat nie eine Geschlechtskrankheit gehabt, obwohl er mit 20.000 Frauen geschlafen hat, ohne Gummi, weil er danach immer auf die Toilette geht und Wasser lässt. Und dadurch wird alles rausgespült, sagt er. Das ist so etwas, was die Südamerikaner auch machen. Die sagen, wenn denn sofort danach soll man Pissel gehen. Man kann es aber auch ins Nachspiel. Das könnte sein, dass man soll Pissel gehen danach, da die ganze Vitaminen würde rausgespült. Aber ich weiß nicht, das ist etwas. Aber ich schätze, mit Gummi ist Radmann, solange der Gummi nicht platzt. Aber es ist immer so eng, das Gummi. Kommt drauf an, wenn du zwei Nummer kleine nimmst. Nach 52. Wow. Möchtest du? Wow. Das ist ein Service. Das ist. Möchtest du ein Aroma da rein? Schokolade habe ich. Ich habe hier noch Vanille, Piesel. Nee, ich nehme mein eigenes Aroma. Ah, Schokolade, verstehe. Mein eigenes. Natürlich. Süßstoff, Zucker, irgend sowas? Nein, danke. Sehr gut, hätte ich sowieso nicht da. Danke. Nach 52 Jahren im Showbusiness, welchen Tipp gibst du bei Geschlechtskrankheiten? Kommt drauf an. Wenn du von vorn machst, immer lächeln und zeig, dass du Spaß hast. Und wenn du nachher dich umdrehst,